So, guten Abend, meine Damen und Herren. Kurze Verständigungsprobe wegen der Akustik. Bin ich, wenn ich so in dieser Tonstärke rede, auch ganz hinten zu verstehen? Ja, das nehme ich als Ja. Meine Damen und Herren, die beiden Bücher, Sophia Ungers hat es schon gesagt, die wir heute vorstellen, haben beide miteinander zu tun. Und sie haben auch zu tun mit einem Thema, das uns wohl fast alle hier interessiert, nämlich mit Köln. Sie sind oder waren zu ihrer Zeit, Schumacher 1923 das Buch und das Schwarzbuch 1950, da war das so etwas wie Programme für die Entwicklung und für den Begriff dieser Stadt. Von Autoren, die eine präzise Vorstellung von dieser Stadt hatten, von ihrer Geschichte, von ihren topografischen und geologischen Voraussetzungen, ihrer Größe, ihrer möglichen Zukunft und nicht zuletzt auch von ihrer Morphologie, ihrer Gestalt zwischen dem romantischen Rhein im Süden, also dem Rhein, wie er sich seinen Durchbruch durch das Schiefergebirge geschafft hat und viele Burgen, Zollstationen und romantische kleine Orte hinterlassen hat, und auf der anderen Seite dem technischen Rhein im Norden, also dem Rheintal oder der Rheinebene, wie sie dann in das industrialisierte Rhein-Ruhr-Gebiet übergeht. Von beiden Autoren war Fritz Schumacher der Ältere, 1869 bis 1947, und Rudolf Schwarz eine knappe Generation jünger, 1897 bis 1961. Die beiden haben sich auch persönlich gekannt und auch geschätzt. Schumacher zum Beispiel schlug Schwarz für planerische Aufgaben vor, als Schwarz 1946 aus der französischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war und Schwarz seinerseits pries Schumacher als den wohl klügsten und weitest schauenden Städtebauer seiner Zeit. Und er ging so weit zu sagen, mit dem Fortgang Schumachers, also 1923, verließ das Glück die Kölner Stadtplanung. Wir werden ja nachher hören, ob das Glück dann mit Schwarz wieder zurückgekommen ist. Überdies sei Schumacher, so Schwarz, ein so guter Mensch, worin übrigens alle Zeitgenossen übereinstimmten, wenn er nur nicht, fügte der Spötter Schwarz hinzu, so schrecklich viele Bücher geschrieben hätte. Und in der Tat war Schumacher ungeheuer gebildet und fleißig in seinen Ämtern als Hochschullehrer, als Stadtplaner, als Organisator im Deutschen Werkbund, in seinen Anfängen auch als Künstler und Zeichner, als Bühnenbildner und sogar als Gelegenheitspoet. Das heißt, dass er zu jedem Weihnachtsfest seinen Freunden ein neues Buch geschenkt habe, also nicht von irgendjemand anders, sondern von ihm selber. So fleißig war er. Das Schönste unter diesen Büchern ist, glaube ich, seine Autobiografie »Stufen des Lebens«, in der es auch über das Kölner Abenteuer ein wunderbares Kapitel gibt, wunderbar lesbar. Es war eben die Zeit, in der Architekten und Planer sich so ausdrücken konnten, dass es auch Laien und Politiker verstehen konnten und gerne lasen. Schumachers Buch, von dem wir heute sprechen wollen, das ist nicht diese schöne Autobiografie, Stufen des Lebens, sondern es ist dieser Titel, Köln, Entwicklungsfragen einer Großstadt von 1923. Ein, wie ich denke, unentbehrliches Buch für die Kenntnis der Kölner Planungsgeschichte. Schumacher hatte von 1909 bis 1919 als Leiter des Bauwesens in Hamburg gewirkt, und das hieß nicht nur als Planer, sondern auch als Entwerfender und natürlich mit Hilfe seiner städtischen Mitarbeiter auch ausführender Architekt.
Das war ja die Zeit, in der die Stadtbauräte auch noch als Baumeister wirkten und die städtischen Aufgaben, also die Schulen und Verwaltungsbauten, Museen, Krankenhäuser, Bäder, Schlachthöfe und so weiter, Sportanlagen nicht zu vergessen, als alle diese Dinge zum Aufgabenbereich eines Baudirektors in der Stadtverwaltung gehörten. Und es war für Schumacher, kommen wir nachher noch drauf, eine seiner Frustrationen, dass er hier in Köln das eben nicht konnte, als Architekt wirksam zu werden. Die historische Entwicklung von Köln, hier skizziert in Schumachers Buch, die große Aufgabenstellung, die sich für den Stadtplaner hier ergab, das ging zurück auf die Niederlegung der mittelalterlichen Stadtmauer ab 1881. Eine neue Verteidigungslinie wurde etabliert, 1881 bis 1888, mit bereits vorhandenen Forts, etwa 500 Meter vor dieser Stadtmauer. In den 1870er Jahren kam dazu ein neuer äußerer Festungsgürtel, also das, was wir heute als Stadtwald kennen. Und beide Anlagen, also dieser innere Festungsring und der äußere, sollten aufgrund des Versailler Vertrages geschleift werden. 1919 wurde ein Wettbewerb für das Terrain des inneren Rayons ausgeschrieben, also für diesen Geländestreifen zwischen dem Eisenbahnring und der Kanalstraße bzw. der Universitätsstraße. Da gab es dieses Glacis vor dem alten, nun nicht mehr benötigten Bastionengürtel. Dazu wurden einige wenige Fachleute eingeladen zu einem ganz kleinen, engen Wettbewerb. Das war einmal Hermann Janssen, Kapazität in Sachen Städtebau in Berlin, die Kölner Planer Alfred Stoß und der Gartendirektor Fritz Enke, der dann später auch mit Schumacher zusammenarbeitete, und Schumacher selber. Darauf, dass Schumacher eingeladen wurde, hatte Adenauer bestanden, der seit 1917 und dann bis 1933 Oberbürgermeister hier in Köln war. Der Drang darauf, dass Schumacher eingeladen wurde, sichtlich auch mit dem Hintergedanken, dass daraus sich eine Berufung Schumachers nach Köln ergeben könnte. Tatsächlich ging Schumacher als Sieger aus diesem kleinen Wettbewerb hervor mit einem Plan für den inneren Rayon, der eine Folge gestalteter, wenn man so will, festlicher, umbauter Grünräume vorsah, also noch nicht wie heute ein Landschaftsgürtel mit eingestreuter Architektur. Darüber reden wir gleich. Adenauer wollte aber nicht nur Schumachers Plan, sondern er wollte den Mann selber haben. In Köln war der damalige Baudirektor Karl Rehorst gestorben und Schumacher erhielt die Einladung, nach Köln zu kommen, um da alle einschlägigen Ämter zu übernehmen. Das war also das Hochbauamt und das Bauwirtschaftsamt, alle möglichen weiteren Ämter, das Städtebauamt mit der Ausarbeitung eines Generalsiedlungsplans, wie das damals hieß, und den Schumacher dann auch als Generalfeldzugsplan für die Zukunft bezeichnet hat. Heute würden wir das vielleicht einen Masterplan nennen, aber mit dem Unterschied, dass Schumacher das in einer flächendeckenden Ausführlichkeit gemacht hat, die eigentlich eher einem Bebauungsplan zukommt. Schumacher nahm auf Drängen Adenauers, der wirklich sehr insistent war, an, aber nur auf 3 Jahre, für die er sich in Hamburg beurlauben ließ. Daran hat er sich dann auch gehalten, hat sich aber in einer Weise engagiert, wie das nur ein, ja, ich denke mal, arbeitswütiger Junggeselle tun konnte. Schumacher war aller eigenen Familienpflichten ledig. Für seinen Alltag sorgten 2 fürsorgliche Schwestern, die dann auch mit nach Köln umzogen. Diesen Kölner Auftrag hat er mit einer unglaublichen, heute nennen wir das wohl Planungstiefe,
und Detaillierung behandelt. Ein Arbeitspensum, vor dem man nur den Hut ziehen kann, das Schumacher übrigens auch seine Gesundheit gekostet hat, denn nach diesen 3 Jahren Köln war er für lange Zeit lebensgefährlich krank. Ausgangspunkt war also, wie gesagt, die Auflassung des doppelten Festungsgürtels, der sich um Köln gelegt hatte und jede Entwicklungsmöglichkeit der Stadt blockiert hatte. Schumacher hat das genannt, ein Gefangener, also die Stadt, ein Gefangener wird entlassen. Es ging um die Auflassung erst des inneren Rayons, der also vor der Neustadt lag, und dann des äußeren Rayons, circa 40 Kilometer lang, 1 Kilometer breit, mit den eingelagerten Festungsforts, von denen sich ja heute die meisten, wenn auch von Grün überwuchert, noch erhalten haben, also entlang der Militärringstraße, das, was für uns jedenfalls im westlichen Teil dieses Ringes der Stadtwald ist. Schumacher hat das genannt, einen Kranz von Trümmerhaufen, eine Kette nicht nur nutzloser, sondern die Umgegend verstörender Wüsteneien. Heute für uns, wenn wir diese großartige Parkanlage vor Augen haben, eigentlich kaum vorstellbar. Diese Auflassung wurde ermöglicht durch 2 Gesetze, 1919 und 1920, die den Kauf und die Umlage und den Tausch und die Enteignung in ehemaligen Festungsterrains regelten. Warum geht das jetzt weg? Ich habe gar nichts getan. Ah ja, einfach nur drücken. Gut, danke. Es waren diese 2 Gesetze, preußische Staatsgesetze, die aber mit dem Blick auf Köln von Adenauer forciert waren. Adenauer konnte das, er war nicht nur Oberbürgermeister hier in Köln, sondern er war auch Präsident des preußischen Staatsrates, hatte also in der Gesetzgebung des preußischen Staates auch Einfluss. Das hieß also, dieses Gesetzeswerk, Gesetz über Enteignungsrecht von Gemeinden bei Aufhebung oder Ermäßigung von Rayonbeschränkungen. Aber gemeint war im Wesentlichen Köln. Ein Problem war das für den inneren Rayon, denn es gab schon vor Schumacher einen rechtsgültigen Bebauungsplan für eine gartenstadtartige Bebauung. Der hatte schon Ansprüche der Grundstückseigentümer geschaffen. Es waren sogar schon einzelne Villen entstanden. Laut diesem Rayongesetz sollte der Anteil der Grünflächen auf 50% erhöht werden gegenüber dem vorausgehenden Bebauungsplan, der also vor Schumacher entstanden war, bei dem nur 35% Grünflächen vorgesehen waren. Und daher mussten die Ansprüche der Eigentümer auf dieser jetzt für sie verkleinerten Fläche, weil das eben die Grünflächen ausgeweitet wurden, die mussten kompensiert werden, das heißt durch eine höhere Bebauung. Und bei jedem der 900 Eigentümer, die es da schon gab, war nachzuweisen, dass sein Eigentum den gleichen Geldwert behielt. Also auch verwaltungstechnisch eine enorme Aufgabe. Das Liegenschaftsamt möchte ich damals nicht geleitet haben. Das ist ein Blick auf die Bebauung dieses inneren Rayons, also die Innenstadt müssen Sie sich links vorstellen, mit angedeutet dem Bahnkörper und insgesamt einen Blick etwa von der Venloer Straße rüber auf das Aachener Tor. Also diese Bedingung mit dem Wertausgleich für die Grundstückskompensation, die erklärt zum Teil, dass Schumacher diese relativ kompakte Bebauung im inneren Rayon vorschlug. Das ist zwar von Alleen durchschnitten, es hat Grünhöfe, Schrebergärten, manchmal auch sogenannte Volkswiesen. Aber das andere dabei ist, dass Schumacher, der als Planer ja absolut auf der Höhe
des fortschrittlichen Denkens in seiner Branche war, dass er als Architekt durchaus vertrat, was die Fachschaft noch unter künstlerischem Städtebau verstand. Das hieß also geschlossene Architekturbilder, geometrische Figuren, ornamentale Grundrisse, symmetrische Gruppierung der Baumassen, monumentale Bauten, Ehrenhöfe, torartige Situationen. Ein Punkt, wo der Ehrgeiz Schumachers kulminierte, das war dieser hier. Das ist der Punkt, wo die Aachener Straße und der Bahngürtel sich überkreuzen. Und an dieser Stelle hat Schumacher vorgeschlagen, einen neuen Bahnhof anzulegen, denn die Lage des Hauptbahnhofs in Köln, das war immer von allen Kölner Stadtplanern eigentlich beklagt worden, haben es als einen Dolchstoß ins Herz der Stadt empfunden, diese Lage unmittelbar an der Kathedrale. Es wollten ihn manche auch verlegen. Die Diskussionen darüber hatten schon in den 1880er Jahren angefangen und haben noch angedauert, auch bei Schwarz bis etwa 1948, 1949. Schumacher jedenfalls war nicht der Überzeugung, dass die Verlegung des Hauptbahnhofes wirtschaftlich möglich war. Er nannte das ein undurchführbares Radikalmittel. Was er aber wollte, war einen Entlastungsbahnhof hier anzulegen, also etwa wie Bahnhof Friedrichstraße und Bahnhof Zoo in Berlin oder wenn man an Hamburger Verhältnisse denkt, Hauptbahnhof Dammtor und dann gibt es ja sogar noch Altona. Also ein Bahnhof, der Kapazität hatte, um den Dombahnhof, den Hauptbahnhof am Dom zu entlasten und der, wie Sie an der unteren Aufnahme sehen, natürlich ein monumentales Gebäude enthielt. Davor eine große Wasserfläche, die kennen Sie heute noch, das ist der sogenannte Aachener Weiher, was Schumacher aus Hamburg als Binnenalster kannte, der umstanden werden sollte von einer hohen Bebauung, von Hochhäusern als einer Art respektgebietendem Entree zwischen Dürener und Aachener Straße. Aber gleichzeitig gilt, dass Schumacher, der eben auch seine Widersprüche hatte, die neue Stadt sich nicht in Form einer Stadtkrone vorstellte, also gekennzeichnet durch Monumente wie Kirchen, Schlösser, Rathäuser, sondern O-Ton Schumacher, ich glaube, dass die architektonischen Gipfelungen der kommenden Großstadt, die das Monument ihres sittlichen und kulturellen Lebens darstellen, nicht wie früher in einem einzigen Bauwerk zum Ausdruck kommen werden, also nicht wie der Dom etwa. Wir müssen sie vielmehr suchen in Zusammenhängen von Freiflächen mit Bauten, in großgedachten Komplexen, in denen Raumbildungen der freien Luft mit steinernen Raumbildungen zusammenwirken. Das ist also so eine Art ästhetisches Programm für das, was er hier in Köln geplant hat, gewesen. Das ist jetzt ein Grünzug vom Volksgarten zum äußeren Rayon hin. Also sowohl für städtebauliche Einzelprobleme wie für ganze Stadtteile, vor allem im inneren Rayon, hat der fleißige Schumacher Entwürfe vorgelegt und auch in einem großen Stadtmodell festgehalten, von dem Sie jetzt hier schon Ausschnitte gesehen haben, ein Gipsmodell, das aber nicht erhalten ist. Bei den Stadtquartieren war er so ausführlich, weil er der Meinung war, seine städtebaulichen Gestaltungsabsichten nur deutlich machen zu können, wenn er Zeichnungen mitlieferte oder eben Modellgestaltungen, die zeigten, wie sie in der Realität umzusetzen wären. Er hat also praktisch detaillierte Architekturentwürfe für Grünflächen, Wohnquartiere, öffentliche Gebäude so durchgearbeitet, als ob er sie selbst bauen würde. Pläne und Modelle durchgearbeitet im vollen Bewusstsein, dass sie nie in dieser Form umgesetzt würden. Also schon ein
ungewöhnliches und sehr, sehr arbeitsintensives Verfahren. Allein an öffentlichen Gebäuden war das ein beträchtlicher Teil, den er da durchgearbeitet hat, all dieser neuen Gebäude. Also Schumacher hat zum Beispiel mit 80 neuen Kirchen gerechnet und mit 150 Schulen. Schumachers Kölner Zeit schloss mit einem Missklang ab. Ein übles Nachspiel, wie er das in Stufen des Lebens bezeichnet hat. Verständlicherweise hatte der Architekt in Schumacher den Wunsch, auch hier in Köln einmal etwas realisieren zu können. Adenauer wollte auch gebaute Architektur von ihm sehen. Und eine Gelegenheit, die sich ergab, war dieser stadtseitige Brückenkopf an der Deutzer Brücke. Die war damals eine Hängebrücke. Sie sehen den Ansatz dazu unten links im Bildrand. Und für diese Situation, also am Heumarkt, hatte Schumacher erst ein Doppelhochhaus vorgeschlagen, hier, und dann eine einzige Hochhausscheibe. Und jedes Mal wurde die Straße, die dann auf die Rheinbrücke führte, niedrig überbrückt. Das war eine Baumasse, eigentlich wie ein überdimensioniertes Stadttor. Ich denke, man kann es eher einen Brückenverschluss als einen Brückenkopf nennen. Für Schumacher war dieser Punkt der wichtigste Punkt des Stadtplans, denn von hier aus, und nicht etwa wie wir denken, vom Dom aus, setzt der Zirkelschlag des Halbkreises ein, den das historische Köln bildet. Da waren die Kölner Architekten auf dem Kiviv. Es gab großen Protest der Fachkollegen, Stellungnahmen zahlreicher Kommissionen, und Schumacher verzichtete schließlich gekränkt auf diesen Auftrag. Und da man das Ganze als eine nationale Frage betrachtete, wurde dann ein deutschlandweiter Ideenwettbewerb ausgeschrieben, haben die alle mitgemacht, Scharoun, Pölzig und so fort, aus dem dann aber nichts geworden ist. Schumacher hat natürlich auch nicht ganz unverständlich das einen architektonischen Hexensabbat bezeichnet. Es waren nicht weniger als 412 Architekten an diesem Brückenkopfgebilde, aus dem dann gar nichts geworden ist, beteiligt. Ich möchte jetzt noch ein paar Überlegungen anstellen, was von diesem Aufenthalt und dieser kurzen Tätigkeit von Schumacher hier in Köln geblieben ist und was dann auch auf Schwarz übergegriffen oder von Schwarz weitergearbeitet worden ist. Denn ich denke, man kann Schwarz durchaus als Nachfolger im Geiste Schumachers sehen, obwohl eben dieses Interregnum Schumachers ja zu der Zeit, als Schwarz dann seinen Job antrat, bereits fast ein Vierteljahrhundert zurücklag. Geprägt waren die beide von einem Gefühl des Verlusts, bei Schwarz natürlich nach Kriegsende völlig naheliegend, aber auch Schumacher schon, für den das 19. Jahrhundert eine Zeit der großen Abbrüche und der Verluste also auch gewesen war. Davon, dass die Jahre, in denen sie beide, jeder für sich, an Köln arbeiteten, jeweils eine Zeit war, in der sich das Schicksal der Stadt entschied, waren beide überzeugt. Auch Schumacher beurteilte die Chance seiner Zeit, also diese Entfestigung der Stadt, als einmalige Gelegenheit. Einen solchen Augenblick erleben nur wenige Städte. Er bedeutet eine Schicksalswende. Wehe der Stadt, die das nicht erkennt, die nicht den Mut und den Klarblick hat, ihr Steuer neu einzustellen. Das waren Aufgaben, die uns zum großen Teil noch heute beschäftigen. Also an diesem grünen Gürtel, die beiden Grüngürtel, die verbunden waren durch ein Äderwerk von Grünbändern,
haben beide Planer gearbeitet. Die Schließung ist, wie Sie wissen, ja bis heute noch nicht vollzogen worden. Es war also eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert. Sie haben ja in der Zeitung vielleicht gelesen, dass im November dieses Jahres ein Entwicklungskonzept für den äußeren Grüngürtel vom Rat beschlossen werden soll. Heute sehen wir diesen Grüngürtel, vor allen Dingen den äußeren, als eine Zone der Erholung, der sportlichen Tätigkeiten und der städtebaulichen Gliederung. Damals war das Grünsystem, vor allem diese äußere Region, also der heutige Stadtwald entlang dem Militärring, auch gedacht als eine hygienische Filterzone, als ein Bollwerk gegen die heranrückende Braunkohleindustrie, den Braunkohleabbau, von dem man damals erwartet hat, dass er also bis dorthin, wo heute sich der westliche Autobahnring angelegt ist, dass bis dahin diese Abbauzonen gehen würden. Noch unter Schwarz, also nach 1945, haben die Planer mit einem Tagebau eben bis zu dieser westlichen Autobahnumgebung gerechnet. Also Königsdorf oder Löwenich oder Weiden wären dabei wohl geopfert worden. Vor Brauweiler, also dieser romanischen Abtei, die ja etwas höher liegt, hätte dann, das war ein Gedanke von Schwarz, irgendwann im 21. Jahrhundert, wenn das Gelände dann ausgekohlt gewesen wäre, ein See entstehen können. Und das stellte er sich vor wie Maria Laach, romanische Kirche leicht erhöht über einer wunderbaren Seefläche. Also das ist ein Punkt, Grüngürtel, in dem eigentlich die Arbeit der Stadtplaner, der beiden großen Stadtplaner ineinander überging. Schwarz und Schumacher haben auch geteilt diese Idee eines zweiten nördlichen Schwerpunkts von Köln, einer Stadt der Arbeit, der sogenannten Nordstadt. Die war bei Schumacher bereits voll ausgearbeitet, möglich geworden durch die Eingemeindung von Worringen im Jahre 1922. Ich finde Ähnlichkeiten auch im Werke der beiden Planer in dieser Vorstellung, die bei Schwarz die Hochstadt heißt, also eine Zusammenfassung der bedeutenden Inhalte und auch der bedeutenden Bauten einer Stadt. Bei Schumacher heißt es, dass es gehe um die Möglichkeit einer baukünstlerischen Befreiung, die Geschäftsstadt steigernd baulich zu konzentrieren, was wir eben von seinem Vorschlag an der Brücke am Heumarkt gesehen haben, hat er sicherlich als einen Beitrag dazu sich vorgestellt. Dass Köln entgegen seiner ursprünglichen Wachstumsanlage nicht weiter ringförmig um diesen Zirkelpunkt Heumarkt erweitert werden dürfte, sondern dass es sich bandförmig entlang des Rheins und auf beiden Seiten des Flusses erweitern müsse, war eine Überzeugung auch beider Planer. Sie haben also nicht ein kreisförmiges Bild für Köln vor sich gesehen, also nicht einen Vollkreis, sondern eine Folge von versetzten Halbkreisen. Kurioserweise hat Schwarz später bei aller Ehrerbietung gegenüber Schumacher gerade diese Übereinstimmung nicht sehen wollen. Er bildete eine Schemafigur Schumachers ab, also die obere, die Sie da sehen, die bei Schumacher nur die erste in einer Reihe ist, mit der Schumacher die Strukturtendenzen der Kölner Stadtentwicklung erläuterte. Schwarz hätte das ja ohne weiteres als eine Blüte oder als eine Sonnenblume oder als organisches Gebilde schildern können, aber er schreibt, für ihn, Schumacher, war die große Stadt immer noch ein zentrales Gebilde von der Form eines Seesterns mit lang ausgezogenen Zacken. Und erst am Stadtrand oder hinter diesem erkennt er berechtigt den Nebenmitten an. Doch schon die folgende Zeichnung Schumachers in Schumachers Buch von 1923 tat ja genau das, berücksichtigte die
charakteristischen Windungen des Rheins und kommt damit zu anderen Vorbedingungen natürlichen Wachstums, kennt durchaus Nebenmittel und verabschiedet damit ein gutes Stück der von Schwarz kritisierten Zentralität. Und wenn Sie die untere Abbildung sehen, da kann man an alles Mögliche denken, aber das Bild eines Seesterns stellt sich eigentlich nicht ein. Aber diese zweite und die folgenden Zeichnungen Schumachers hat Schwarz nicht in sein Buch aufgenommen. Ich denke, ein bisschen benutzte er die Autorität seines Vorgängers, um gegen sie zu rebellieren und seine eigene Stadtidee deutlicher abzusetzen, die Idee eines Kölner Städtebunds, organisiert wie ein Sternhaufen. Aber entscheidend für diese Kontinuität zwischen Schumacher und Schwarz sehe ich dieses morphologische Denken, das beide gehabt haben. Sie haben beide der Stadt und nicht nur dieser Stadt eine Art Entelechie zugetraut. Sie haben an Entwicklungskräfte geglaubt, die in bestimmte Richtungen drängen und die man unterstützen oder kappen kann, natürlich in Konflikt oder Übereinkunft mit den äußeren Bedingungen des Handelns und Verkehrs. Schumacher sprach von den Kraftlinien ihres Wachstums, also ihres ist die Stadt. Und dabei hatten aber beide, und ich denke, das kennzeichnet auch ein Stück ihrer Größe, hatten beide eine Einsicht in die begrenzten Möglichkeiten des Planers und von Planung überhaupt, also von der Ohnmacht eigentlich des Planers, Schumacher. Alles darf nur grundsätzlich festlegen, muss aber im Einzelnen beweglich bleiben. Es ist vielleicht die größte Kunst und die wichtigste Zukunftsaufgabe beim Lenken des Werdens einer Großstadt, das richtige Maß zu finden zwischen Zwang und Freiheit. Soweit erstmal. Ja, erstmal Prost, Rudolf. Also 1946 bis 1952 übernimmt der Schwarz die Wiederaufbauplanung der völlig zerstörten Stadt. Wenn das nun so nebeneinander steht, die Planung von Schumacher und die von Schwarz, so sehe ich im Auftrag etwas völlig anderes, obgleich es doch das Gleiche ist, sehr schwierig, aber die Dinge heben sich ja immer auf, um ganz zu sein. Denn Schumacher kam ja in eine stehende Stadt und Schwarz kam vor ein vollkommenes Trümmerfeld. Wir haben uns das nochmal angesehen, es gibt diese große Luftaufnahme, da kriegt man genau wie damals ein Nicht-Verstehen, dass da noch eine Stadt draus werden kann. Und diesen Auftrag zu übernehmen, nachdem man gerade aus dem Kriegsgefangenen nahe gekommen ist und da mal eben nebenbei noch ein ganzes Buch geschrieben hat, war natürlich fast kühn. Aber bei Schwarz ist es ablesbar, wie er gearbeitet hat, vielleicht bei seinem Entwurf zur Führung einer Kunstgewerbeschule, was er geschrieben hat, bevor überhaupt die ganze Arbeit an der Kunstgewerbeschule in Aachen übernommen hat. Und was eigentlich nachweisbar ist, auch an der von Leichnamskirche, seine Arbeit war immer Gemeinschaftsarbeit zutiefst. Und das Mitarbeiten war nicht einfach Mitarbeiter, sondern hieß immer Mitdenken. Und so hat er auch, als er diesen Auftrag übernahm, umgesehen, wer mitdenken könnte, was natürlich genau in diesen Stunden der Entnazifizierung auch nicht einfach war. Aber es gab schon Leute wie den Fritz Schaller
und den Gottfried Böhm, den Böse, den Gutmann, den Sohn vom Jato. Ich kann die jetzt nicht alle so aufzählen, sind sicher auch manche bei, die Ihnen gar nicht mehr im Namen bekannt sind. Aber daraus entstand eine Bauhütte. Und diese denkende Bauhütte hat dann 2 Jahre gearbeitet und 1948, nachdem er 1946 übernommen hat, war es schon möglich, vor dem Rat der Stadt Köln vorzutragen, wie das grundsätzliche Denken für die Wiederaufbauplanung wäre. Und aus diesem Vortrag ist dann dieses Buch entstanden. Mal sehen, ob ich das kann. Ja, habe ich gekonnt. Ja, dieses Buch entstanden, von dem ich jetzt irgendwie Ihnen einen Überblick geben möchte. Einen Überblick, der natürlich immer nur von Detail zu Detail geht. Und ich hoffe, auch mal ein paar lebendige Erinnerungen enthält. Ich sagte eben, er hatte da in der Gefangenschaft ein Buch geschrieben von der Bebauung der Erde. Und da gibt es das letzte Kapitel, das Unplanbare. Und da ein paar Sätze daraus muss ich Ihnen schon dazu vorlesen, um in sein Denken hineinzukommen. Das drängende Werk muss getan werden in ständiger Vorsicht und Rücksicht. Rücksicht auf alles, das früher einmal drängte und später einmal dringlich sein wird und jetzt bestehen muss. Der gute Plan muss die Dynamik der Geschichte mit einbauen, die ihn einmal überwinden wird. Das kann ich sogar. Die Dynamik der Geschichte, damit beginnt dieses Buch, die Dynamik der Geschichte dieser Stadt Köln, erst eben der Grundriss der Römerstadt, das Raster, das bedeutet, die Welt wird eingeteilt im Raster und wird damit besessen. Und dann die heilige Stadt, die wirklich mit den vielen Kirchen, die darin sind, und hier sieht man ja nur, die stehen blieben, es sind ja mindestens so viele in Napoleons Zeit und danach abgerissen worden. Und gerade sind wir ja wieder fleißig dabei, das zu tun. Und dann der Stübenplan, der eben ein Bild des Bürgerlichen ist, wo man schon durch die mittelalterliche Umwallung nach außen gedrungen ist. Und dann der Schuhmacherplan, den Pint eben Ihnen vorgestellt und erklärt hat und der eben für ihn so in sein Denken hineinpasste, dass er den Schuhmacher leider halbiert hat. Und dann, was nicht abgebildet ist, ich glaube, ich muss es wieder tun, ja, das, was nicht abgebildet ist, ist die Nazi-Planung, die eben aus dieser Diktatur ohne jede Rücksicht eine Zerstörung begonnen hatte, die dann glücklicherweise mit dem Kriegsende und mit der Zerstörung Kölns zu Ende war. Sehr wichtig ist aber auch, die Nazis hatten eigene Gesetze geschaffen und die waren natürlich sofort alle hinfällig. Und diese Stadtplanung, die dann begonnen werden konnte, arbeitete eigentlich erstmal ohne jedes Gesetz. Es gab das Ruhrsiedlungsgesetz und natürlich die Fluchtlinien, die fest waren. Und die übrigen Dinge waren wirklich so, dass man manchmal, wenn Leute kamen, die irgendwo dringend bauen wollten, sagten, bitte stopp, wir können noch nichts genehmigen und hatten kein Gesetz im Hintergrund.
Das ist natürlich dann mit der Zeit verändert worden, aber das war schon ein Schwimmen da. Nun möchte ich Ihnen ein bisschen die zerstörte Stadt doch noch mal vorführen. Nein, das war falsch, ja, so. Ich habe dabei beim Schwarz, es ist jetzt leider ein kleines Buch, was nicht hier in der Bibliothek ist. Der Hans Schmidt-Ross, der Journalist von damals, hat da ein Heft zusammengestellt mit Skizzen von Meistermann vom zerstörten Köln. Und ein kleines Stück Text davon muss ich Ihnen geben, was der Schmidt-Ross schreibt, bevor die Zerstörung kam. Das waren glückliche Jahre, als wir inmitten der Kölner Altstadt wohnten, gleich beim Museum der Minoritenkirche gegenüber. Die Leute, denen man es erzählte, meinten, ist denn das angenehm, so von Großstadt umgeben zu sein? Wir lebten doch in einem großen Dorf. Jedes Kölner Viertel ist solch ein Dorf für sich. Die Großstadt näherte sich uns nur von ihrer angenehmsten Seite. Wurde dann zum Beispiel in der Weihnachtsnacht die Petersglocke vom Dom geläutet, dann wussten wir, dass dieses Große das Kleine möglich macht. Der Blick von der Hohenzollernbrücke auf den Dom. Altstadt Süd 93% zerstört, Nord 87% zerstört, Wohnungsverlust im Ganzen 70%, alle Brücken zerstört, alle Museen zerstört, Schulen so zerstört, dass aus 2200 Klassen nur noch 200 da waren, die Domgewölbe eingestürzt, alle romanischen Kirchen zerstört, Rathaus zerstört, Gürzenich zerstört. Aber Domfenster waren nicht zerstört, das muss ich jetzt erzählen. Die Domfenster waren in dem Bunker neben dem Dom. Die Hanna Adenauer, die Nichte vom Adenauer, war Konservatorin der Stadt. Sie wissen es vielleicht. Und die Hanna kriegte dann während der Nazizeit, in den letzten Monaten des Krieges, den Auftrag, jetzt müsste sie dafür sorgen, dass die Domfenster in dem Bunker blieben. Und dann kam ein oberster Nazityp und sollte nun mit einem Lastauto vor dem Bunker die Fenster abschleppen, weil sie fürchteten, dass der letzte Rest von Köln auch noch zerstört würde. Die arme Hanna redete, die könnten das Klima nicht, und dann würden die kaputt gehen, und half alles nichts. Und auf einmal sagt der Nazi, das ist doch so, wenn jetzt das hier zerstört wird, dann sind auch die Fenster zerstört. Da stellt die Hanna sich hin und sagt, wieso hier zerstört? Wir sind doch kurz vor dem Endsieg. Brach der Kerl zusammen und haute ab und die Fenster waren gerettet. Also das war so toll. Dann hatte Rudolf der Hanna nachher die Altstadt überliefert. Kind, die kannst du rekonstruieren, so alt wie du willst. Naja, das nächste Bild. Ja, das war mir auch wichtig, dass es hier ist. Ich glaube, dann muss, ja, dass ich Ihnen das zeige, das ist eben Maria in den Trümmern. So war das Bild noch erhalten. Und daher ist natürlich auch diese kleine Kapelle von Gottfried Böhm ein Herz in der Stadt. Also tue ich da jetzt nichts zu sagen. Da macht der Schwarz, Herr Rudolf, zu diesem Kapitel die Überschrift, wer wird der Herr der Stadt? Das ist eine von den dicken Überschriften,
die mich erst mal sehr zum Nachdenken brachte, wieso kann ich in dem Augenblick überhaupt noch darüber nachdenken? Ich brauche ja erst noch mal Dächer über den Köpfen von den Leuten. Und dazu ist natürlich klar, der Städtebauer braucht den Bauherrn. Das war ja eine völlig neue Stadt, die da entstand, vielleicht. Das gab es ja überhaupt in der Zeit, die Überlegung, jetzt können wir eine ganz neue Stadt bauen. Ich habe das miterlebt vor den Trümmern von Jülich. Da war ich bei von Höfer und der hatte den Auftrag, hier Jülich wieder aufzubauen. Erst saßen wir alle miteinander da und sagten, was machen wir jetzt für eine Stadt? Bis man mal guckte, was noch da war. Aber die Hälfte des Wertes, abgesehen vom Grundbesitz, liegt unter der Erde. Nein, ein Drittel. Noch weniger. In Wirklichkeit ist es die Geschichte, die Stadt ist. Und das haben wir ja eben ziemlich deutlich miteinander angesehen. Aber ist nun der Bauherr? Die pervertierte Macht der Nazis hinterlässt das Trümmerfeld nicht nur der Stadt, sondern auch des Geistes. Und deshalb war die Frage so schwer. Aber dann schreibt der Schwarz eigentlich am Schluss des Buches, manches ist und geblieben, was Hoffnung weckt. Als wichtigstes die Gesinnung der Bürgerschaft selber. Das hat er doch erfahren in den ersten 2 Jahren, dass er da nicht alleine war in dieser Wiederaufbaugedanken. Die Gestalt, immer sucht er ja auch immer eine Gestalt in dem, was er baut, ob es eine Stadt oder ob es nun ein Haus oder eine Kirche ist. Das Bild, was wir auf dem Umschlag des Buches sahen, diese Doppelstadt, die Stadt, die sich um den kulturellen Mittelpunkt schacht und auch die Stadt zur Industrie, die auch zentral ist, was wir eben gehört haben, eigentlich von Schumacher übernimmt. Das ist nun die Gestalt Kölns. Aber das von innen kommen mit der Gemeinschaft der Menschen, das waren doch tolle Erlebnisse. Es war ja eine völlig kaputte Stadt, dann ist auf einmal der Dom 100 Jahre alt, dieser preußische Dom, und da gibt es ein Riesenfest in der Stadt. Dann gibt es auch eine von Leichnamsprozession, als wenn nichts kaputt wäre. Da können wir heute mal ein Prozessionchen dran abgucken. Und dann kam ich mal von Aachen rüber mit dem Zug am Rosenmontag und da über die Pontonbrücke lief ein Menschenstrom. Es war ja Rosenmontag, da musste man da in die Stadt. Also das Leben miteinander, das war der Auftrag. Zugleich die Kalker Kapelle, was ja ein wichtiger Ort in Köln war, ist dann am 8. September 1950, weiß ich genau, weil es mein Namenstag war, ist die fertig gewesen und eingeweiht, nur von den Kalker Bürgern, die alle nichts hatten. Dann gibt es bei Schwarz eine Überlegung, dass also geistige Kräfte eben die Stadt erbauen. Mächte nennt er das. Die Hoheit, die Anbetung, die Bildung und die Wirtschaft erbauen von sich aus die Stadt, je nachdem, wie die historische Stunde da ist. Und er setzt nun die Altstadt als stille Mitte, als Kern der Hochstadt, auch hier wieder von Schumacher eine Gemeinschaft. Und in dieser Hochstadt ist anzusiedeln natürlich, der Dom steht da, wenn auch sehr kaputt, aber immerhin. Das Rathaus, es muss gebaut werden. Als das Rathaus
gebaut wurde, fand man darunter die ganzen römischen Befunde. Alle fragten, was soll denn da wohl bei den Römern gewesen werden sein? Ich glaube, der Schaller und der Jato und der Rudolf auch, die sagten, da war natürlich ein römisches Rathaus. Ja, warum denn? Ja, weil es eine Kontinuität der Geschichte des Ortes gibt. Der Ort bekommt sich selber dann und bleibt das, egal wie sich alles ändert. Ganz anders war das bei der Oper, die ja am Rande der Stadt stand. Die gehört eigentlich mit zu dieser bürgerlichen Stadt, die sich dann über das Mittelalter hinaus nach außen drängte. Das war eine ziemliche unruhige Beratung. Der Vorschlag, es in den Kern der Stadt zu holen, das Opernhaus, das gab es schon, aber es gab ungeheure Kontroversen. Und dann ist aber doch eigentlich von ihm ganz deutlich gesagt worden, dies ist eine Riesenwunde in einem Körper. Und eine Wunde kann ich nicht heilen, indem ich da einen großen Flecken drauflege. Der heilt nicht an. Ich muss da einzelne Flecken setzen, dass die Ränder zueinander wachsen. Und wenn ich das Opernhaus in den Kern der Altstadt setze, dann wird sich bald danach ein Interessenkreis von dem Opernhaus zubringenden, zugewandten Häusern und Geschäften oder so ganz von selber setzen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Auf diese Weise zu überlegen, wie kann eine Stadt heilen, das war auch richtig fast medizinisch gedacht. Man muss auch nur denken, der Gürzenich wurde ja gefördert. Und dann kommt zu Alban dazu, dieses Alban, dieses Gedächtnisort für all die Menschen, die gefallen sind innerhalb dieser Stadt, aber auch zugleich die Begräbnisstätte von Stefan Lochner. Und so wächst es dann langsam ineinander. Um diesen mittleren Ort, um die stille Mitte, um den Dom und seine Zugehörigkeiten, teilt er es in 9 Dörfer auf. Ich habe Ihnen eben das mit dem von Schmidt-Rost sehr bewusst vorgelesen. Dieses Dorfbewusstsein war da. Es gab auch viele Menschen, die wollten in ihr Dorf zurückziehen und nahmen dann irgendwo eine vorübergehende Unterkunft. Aber das hat sich natürlich nur ganz schwierig bewährt. Sie sehen also, diese gelben Straßen sind die verbindenden Straßen, die aber auch die Dörfer, die dazwischen liegen, und das sind dann immer Dörfer um eine romanische Kirche, die Dörfer, die dazwischen liegen, sozusagen mit einer Mauer umgeben. Er hat das so genannt. Er hat dann aber auch gesagt, da, wo nun Straßenbahnhaltestellen wären, dann wären Stadttore. Also die Fantasie ging immer mal etwas in die Erinnerungen hinein. Aber gerade die Umgebung der romanischen Kirchen, das war für uns mitplanenden Gestalten immer eine Zuckerlecke, wenn man das bekam. Ich habe zum Beispiel die Elendskirche und St. Johann, dass sich da so mit zu beschäftigen, dass es Räume sind wie Plätze, in denen dann als Hauptsache dieser romanische Bau steht. Und ein bisschen ist ja davon zu spüren, aber leider nur ein bisschen. So, jetzt habe ich es gelernt.
Ich hatte Ihnen eben aufzuzählen versucht, welche geistigen Mächte eben eine Stadt baut. Die Hoheit, die Anbetung, die Bildung und die Wirtschaft. Aber da gibt es noch eine fünfte Macht, das ist eben der Verkehr. Und dieser Verkehr hat ja eine Selbstständigkeit, dass es fast zu Hybris wird, wenn man dem nachgibt. Das ist die Grundplanung hier des Verkehrs. Die Hierarchie der Verkehrsbänder, außen die Bundesautobahn, dann der Militärring, dann der Gürtel, dann die innere Kanalstraße. Dann ist es aber zu Ende, dann kommen noch natürlich die Ringe. Aber sehen Sie es genau an, quer dadurch geht überhaupt keine Hauptstraße. Und da gab es eine Planung, ich glaube, muss man, danke. Da gab es eine Planung, die lag 1948 vor. Wir haben im Archiv, im Stadtarchiv, sie wirklich gefunden. Ich hoffe, sie lebt noch. Ich weiß es nicht, was damit passiert ist mit diesen Plänen. Aber Sie sehen hier in Farbe dargestellt, wie der Nazi-Durchbruch, der, wenn Sie die Mittel, den roten Strich mit durchziehen, vom Hahnentor bis zur Brücke, das ist der Nazi-Durchbruch. Und das sollte vorbei damit sein, dann wichtig war ja, dass die Hohe Straße weiter durchgeführt werden konnte zur Hohen Pforte, um dann eben zum Weidmarkt zu kommen, sodass also diese wirkliche innere Ader des Miteinanderlebens, was ja das römische alte Ader ist, dass die nicht unterbrochen wird durch einen strömenden Verkehr. Und stattdessen da am Ende des Neumarktes herüber nach Süden, um dann auf diesem Umweg über den Perlengraben unten an die Brücke zu kommen. Das wäre die Kernplanung für die Innenstadt gewesen. Aber die Verkehrslobby ist stark gewesen. Ich erinnere mich an den ununterbrochenen Kampf mit ihm gegen diese Verkehrslobby. Man konnte natürlich spöttisch sein, du bist altmodisch, du hast keine Ahnung. Ja, er ist die ersten Monate oder sogar ein ganzes Jahr lang, wohnte er in Löwenich, wie er den Auftrag bekam, und ist dann morgens zu Fuß von Löwenich bis in die Stadt gegangen und abends wieder zurück. Er war eben ein unmöglicher Fußgänger, sowas kann man doch nicht machen, wenn es ein Auto gibt. Naja, diese ganze Situation hat ihn sehr bekümmert, aber die Lobby war stark und wir spüren das bis heute ja immer mehr und mehr und mehr. Da ist dann zum Beispiel die Nord-Süd-Straße. Die Nord-Süd-Straße ist geplant zwischen der Ulrich-Pforte und der Ursula-Straße. Eine Straße, keine Fahrt, mit einer schmalen Breite und möglichst Laubengänge für Fußgänger an den Seiten. Die Führung dieses Gefüges neuer Straßen ist nicht allzu flüssig. Sie musste der Wirklichkeit abgewonnen werden und die Hindernisse, die nun einmal da sind, umgehen. Aber die etwas geschlängelte und verwinkelte Führung wird verhindert, dass der Durchgangsverkehr die Straße als Abkürzung der Ringe oder gar
der Kanalstraße benutzt. Dies ist der Plan. 1952 ging Schwarz aus seinem Posten als Leiter der Wiederaufbauplanung weg, da war der Vertrag beendet, wobei ich dazu allerdings sagen muss, er kam ja dann nach Düsseldorf an die Akademie, wo er dann abends vom Bahnhof, wenn er zurückkam, ausnahmslos zu Fuß nach Müngersdorf ging, weil er in der Stadt sehen musste, wie die Stadt weiter wuchs. Er hat die Sorge um diese Stadt nie verlassen und die Details nicht mehr korrigieren können, zum Beispiel, denn es wurde 1956 dann die Straße 32 Meter breit im Generalverkehrsplan, der dann festgelegt wurde. Damit war die Straße keine Straße, sondern eine Rennfahrt. Und heute wird es beklagt und gejammert, dass es so ist, wie es ist. Das ist eben der Erfolg von einer Lobby, die fast eine Sucht ist. Dann gibt es noch eine Überschrift in diesem Heft: Stadtplanung ist Volksplanung. Ich habe so eine Erinnerung als Kind, bin ich mit meinem Vater, der geborener Kölner ist, natürlich zu den Großeltern gefahren. Und wenn man dann um Köln herumkam, von Aachen her, das Grauenhaftste, was man sich vorstellen kann, das waren die Hinterhäuser der Neustadt. Das waren wohl alles Mietkasernen. Und gegen diese Mietkasernenwelt im Wiederaufbau hat er sich sehr gewendet, hat sich sehr darum gesorgt, dass schöne Siedlungen gebaut würden. Aber er schreibt dazu, das Siedlungshaus rentiert sich nicht. Immer wieder warnt er vor dieser ganzen Finanzierungsfrage. Und was ihm sehr, sehr am Herzen lag, das war zum Beispiel das Griechenmarktviertel, wo früher, bevor alles zerstört war, eine wirkliche Siedlung von Kleinhandwerkern, die bei ihrem Handwerk wohnten, war. Das wuchs sehr langsam heran. Das war wahrscheinlich, weil die Leute aus den Zusammenhängen ihrer Handwerkspartnerschaften herausgerissen worden sind. Das hat sich wirklich verändert, obgleich es so, wie es damals gedacht war, mit einer gewissen Bauhöhe und mit einer reduzierten Baudichte dann durchgeführt wurde. Aber ich höre immer noch den Schaller und den Böhm und alle miteinander, das kommt nicht, das kommt nicht, das Griechenmarktviertel. Das ist ja nicht nur Planen gewesen, das ist so wie ein Kind, was sich nicht richtig entwickelt, schwierig. Und dann da eben die Domumgebung. Die Domumgebung ist einfach von den Preußen kaputt gemacht worden. Der Dom als Briefbeschwerer auf einer Platte ist eigentlich nicht richtig. Sie sehen, er ist hier so weit wie möglich umbaut. Ich muss auch sagen, was der Schaller da gemacht hatte mit den verwinkelten Treppen auf der, das war so ein Reminiszenzversuch des umbauten Domes. Es ist ja nicht meine Aufgabe, Ihnen zu sagen, was ich hier schön und nicht schön finde. Ich finde es aber jetzt wirklich zu dumm mit der großen Treppe davor. Es tut mir leid. Dann gibt es eine andere Überschrift, die Austeilung der Hochstadt. Die Hochstadt wird zu eng für die Belange dieser Stadt. Er versucht sich immer wie so ein Baukasten, doch die einzelnen Orte geistig festzusetzen. Und das ist natürlich auch dann so geschehen. Es gibt die Universitätsstadt, es gibt die Messestadt,
Es gibt dann auch die Kliniken auf der anderen Seite. Es gibt schöne neue Siedlungen. Es gibt die deutliche Siedlung der Arbeiter im Norden bei den dortigen Werken. Ich erinnere, wie die Christophorkirche bauten da in Nippes, dass es ganz eindeutig nur für Fortarbeiter war, die ganze Gegend, die da gebaut wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch Müngersdorf, wo nur die Künstler angesiedelt wurden. Und das ist natürlich dann auch mal wieder zu sehen, dass solche eindeutigen Ansiedlungen unter Umständen auch schnell zur Erinnerung werden. Es war ja hier eine richtige Ansiedlung von 6 bis 8 wirklichen Künstlern. Das ist jetzt meistens in den Kunsthandel übergewechselt, wie das dazu geht. Dann versuche ich jetzt noch ein wenig in der Stadt spazieren zu gehen. Nein, habe ich wieder falsch gemacht. Ich muss das Rathausviertel haben. Ja, hier. Bei dem Rathausviertel sehen Sie einmal um Groß St. Martin herum, das war, glaube ich, wirklich eine einmalige Sache, dass da die Hauptteile der Grundstücke so erworben werden konnten, dass man da wirklich mal ein geschlossenes Viertel bauen konnte um diese Kirche herum. Die anderen Teile der Altstadt sind ja alle von der Hanna Adenauer schön alt geworden. Das ist natürlich auch sehr schön, aber was zu bedenken ist, es ist, wäre ein Weg gewesen vom Dom her über den Rathausplatz. Der Rathausplatz, wo dann auch der spanische Bau gebaut wurde und wo festgestellt wurde, dass das das römische Rathaus gewesen ist, durchgehend durch. Und da hat der Ungers eben gemeint, da sollten wir eine Via Cultura so durchgestalten, dass die Menschen da alles das finden, was von Dom aus bis nach Süden aus der Stadt herausführt. Auch das hätte sein können im späteren Bereich, weil zwischendurch Abrisse erfolgten, die dann nachher wieder vollkommen geschlossen, mit Neubauten geschlossen worden sind. Es hat jetzt keinen Sinn, auf alle Versäumnisse einzugehen, die in der Zukunft passiert sind. Aber es sollte doch irgendwo, ich hatte so gehofft, der Streitbeier wäre hier, nochmal nachgedacht werden, was alles so ja, gesund gemacht werden könnte. Dies hier ist die Hohe Straße, ein letztes Beispiel von Bürgerstreit. Das Erste, was die Menschen haben wollten in Köln, da wollten sie jetzt eine breite Avenue draus haben. Die Hohe Straße ist doch die schönste Straße, das sind die besten Geschäfte, es muss auch eine breite Straße sein. Das war ein ziemlich langer Kampf, bis es bei dem Rat auch verstanden wurde, dass es die Schönheit dieser Straße eben die enge Gasse ist, in der man sozusagen durch ein Geschäft selber geht. Und da gibt es dann eine parallel laufende Straße, die eben diese rückwärts liegende Beschickungsstraße für die Geschäfte sind. Wenn man aber bedenkt, dass ich rückwärts eine Beschickung habe, dann wäre es natürlich doch sinnvoll, wenn diese Häuser die Geschäfte
sauber durchgehen, das kenne ich aus einigen, in Südtirol gibt es das öfter, dass man also wirklich eine schöne Beschickungsstraße noch hat, was man natürlich auch regeln kann mit der nötigen Architektur, wenn ich das eine rückwärts liegende Geschäft mit einem Riesentor versehe, das geht ja alles. Aber da sind hier keine Gewohnheiten und Gewohnheiten sind dann einfach so festgenagelt, dass das jetzt eine Dreckgasse ist. Und man könnte wirklich eine elegante Doppelstraße machen. Und ja, auch das sind Sachen, die einen Entschluss voraussetzen von Eigentümern, die sich gegenseitig nicht vertragen können. Bitte weiter. Ach, das bin ich jetzt. Ja, diesen großen Plan nun noch einmal zu erklären, nach allem, was von uns beiden hier erzählt worden ist, das führte dann jetzt zu weit. Sie sehen, dass der Bahnhof auch da noch verlegt ist bei diesem Plan. Wir nannten diesen Plan Spinat mit Ei. Und an dem Spinat können Sie sehen, wie wichtig die Grünplanung da ist in diesem Plan und wie schwerwiegend die Grünplanung ist. Und auch wie sie dieses dunkle Rot, wie die Industrie aus der Stadt herausrückt. Und anhand dieses Planes haben wir hier in Müngersdorf das Allerschlimmste verhindert, wie Sie da an der alten Militärringstraße nun alle Bäume abmachen wollten und Häuser hinsetzen, die nicht dahin gehören. Das ist ja ein Vorentwurf. Das finde ich doch sehr schön, einmal zu sehen, dass ein Vorentwurf von 1950 immer noch möglich ist, wenn man die Initiative und die Kraft hat. Und das hatte hier der der Bürgerverein, dass sie dagegen angegangen sind mit aller Kraft, dass wenigstens ein Rest von dem Grün erhalten blieb bei diesem Umbau von dem Hochhaus, was sie haben. Das ist nochmal der Sternenhaufen, der sich dann wirklich entwickelt hat mit der Eingemeindung so vieler, dass inzwischen so viele Vororte, die eigentlich ganz richtige kleine Städte sind. Ich habe ziemlich viel in Kalk gearbeitet und habe da eigentlich das Gefühl bekommen oder auch die Erfahrung, die Kalker sind keine Kölner. Und die Mülheimer sind keine Kölner. Und also in Mülheim gab es zum Beispiel die Aufgabe, die Turmspitze von der Liebfrauenkirche zu entwerfen. Das ging man dann ans andere Rheinufer, um zu sehen mit einem Luftballon, wie hoch die Spitze sein muss, damit sie den Dom überragt. Das ist natürlich auch eine wunderbare Sache, wenn man in so einer Konkurrenz lebt. In diesen Vororten bilden sich dann natürlich auch kleine Hochstädte und die gehören dann eben zu diesem großen Sternenhaufen. Und dann gibt es noch das andere, eine Erinnerung, wo ganze Generationen jetzt nicht wissen werden, dass die schönen Berge, die wir haben, alles Trümmer sind. Sowohl hier am Aachener Weiher, wie auch das Nippeser Matterhorn. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass das so heißt. Der Jato ging mit seinem Sohn da mal Patte Vogel fliegen, da kam der Rudolf ihm entgegen, auch auf dem Berg. Und dann sagt der Jato, Herr Professor, der fliegt nicht, machen Sie bitte den Berg noch was höher. Ich möchte dann von jenem Jato, der Vater Karl Oskar Jato, ein Freund von uns allen, aber
Er schreibt als Schluss in diesem Buch Das neue Köln, ein Vorentwurf, einen sehr schönen Artikel, der auch sehr schwer zu lesen ist. Ja, du warst. Aber dann den Schluss davon möchte ich Ihnen doch noch mit nach Hause geben. Soll darum dieses Gesicht Kölns wieder heilen? Soll nach schwerer Krankheit sein physisch-geistige Doppelnatur die Züge der Genesung zeigen? So muss Köln seinen Selbsterneuerungsakt nicht nur als wirtschaftliches, sondern auch als hierarchisches Problem, als Problem der Rangordnung auffassen. Es muss aufs Neue geistige Machtfülle sinnen, muss in sich hineinblicken und sie dort entdecken. Dann wird ihm alles andere von selber zufallen. Es muss den ganzen gewaltigen Bereich des planerischen Wirkens durchformen lassen von der Fantasiekraft, die im Reichtum seiner geistigen Welt enthalten ist. Es ist ihm gesetzt, das metaphysische Du sollst auch visuell zum Ausdruck zu bringen. Das ist der Auftrag Kölns gewesen, bis in die Zeiten des Barock, bis in die Zeiten Schumachers. Es muss ihn selbst sich wiedergeben in gegenwärtiger Stunde. Und da gibt es den Versuch. Und dieser Versuch, ich bin ja fertig, dieser Versuch war und ist das Anliegen von Wolfgang Paint. Das war's.